Hallo, schöne Grüße vom Brauersdamm. Leider regnet es im Moment. Ich habe mir mal ein Video angeguckt von letzter Woche. Da hatte ich den neuen Core GTS 6 in 9 Quadratmeter und die neue Bar ausprobieren dürfen. Leider ist mehr Bar drauf als Kite, weil ich die Halterung falsch im Mund hatte. Aber man sieht wenigstens, wie toll die Bar ausdreht, dass man nämlich nichts machen muss, dass sie ganz von alleine ausdreht. Und ja, man sieht auch, was los ist am Brauersdamm, wenn Wind ist. Jetzt kommt das kurze Video. Viel Spaß. Einer der wenigen Momente, wo man den Kite mal kurz gesehen hat. Und dann hatte ich, wie gesagt, die Halterung viel zu tief im Mund. Ich habe auch am Anfang die Bar eingelenkt und wie bei meinen größeren Schirmen in 15 Quadratmeter zum Beispiel auch gerne mal in die Leinen gegriffen, um den Kite schneller rumzuholen, was natürlich überhaupt nicht nötig war. Das war beim ersten zwei, drei Mal habe ich das gemacht. Da habe ich festgestellt, hups, brauchst du ja gar nicht, weil der Kite ja logischerweise in 9 Quadratmeter so schnell rumkommt. Der GTS ist sowieso sehr drehfreudig. Das heißt, man muss die Bar auch eigentlich nur ein bisschen einlenken und schon kommt der Kite rum.